Hallöchen zusammen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich muss ja erstmal hier wieder in den Rhythmus kommen. Und zwar wird dieses Video hier das erste wahrscheinlich im Oktober werden. Ich nehme es aber noch im September auf, weil ich mich ja jetzt dazu entschlossen habe, endlich mal ranzugehen an diese ganze Comic-Archiv Aufräumaktion. Ich hatte ja. Also das Letzte, was ihr hier gesehen habt, das wird wahrscheinlich auch das letzte reguläre Video sein, was ich dann ja nochmal als Video veröffentlicht habe, war ja der Livestream, den ich gemacht habe, um mich sozusagen zu drücken. Es war halt so spontan. Und ja, dann nach dem Livestream, völlig überraschend, habe ich gar nicht mehr angefangen, das aufzuräumen, weil es ist so viel Arbeit. Und es werden auch mehrere Videos aus diesem Prozess entstehen, weil es ist einfach, wir müssen zu diesem Regal dort. Es ist furchtbar. Es ist furchtbar. Ich werde natürlich das Ganze wieder in mehreren Parts aufnehmen. Schönes Poster hier. Könnt ihr auch mal sehen. Das sah man auch in einigen Videos. So ein bisschen der Eingang zum Comic-Archiv, zu meiner Höhle. Ja, es kommt ja so ein weiteres Kallax-Regal. Soll ja da hinten die Sachen ersetzen. Ja, und dann gucken wir uns das jetzt mal gleich in einer anderen Perspektive an, was da alles so auf mich zukommt. Das ist ja, wie gesagt, nur der erste Part. Ich muss jetzt nur einmal dieses eine Regal schon mal ausräumen, damit das schon mal raus kann. Dann kommt ja noch viel mehr. Und dann kommt irgendwann das Regal. Was im Moment im Angebot ist, deswegen muss ich mich auch beeilen. Das Kallax ist im Moment tatsächlich im Angebot. Und da möchte ich natürlich das ausnutzen. Ja, ich hoffe, es stört euch nicht, dass es so ein bisschen wackelig hier ist, weil ich das mit dem Selfie-Stick hier mal aufnehme. Versuche die Hand natürlich ruhig zu halten, aber ich bin ja älter. Dann geht das nicht mehr so. Ja, wie gesagt, ich muss das dann ausräumen. Das werde ich alles so begleiten nach und nach. Ich möchte am liebsten hier die ganze Zeit stehen und nur das Video machen und gar nicht daran. Boah, das ist so viel Arbeit. Und es ist auch so viel Durcheinander seit der letzten Roomtour. Auf jeden Fall, wenn diese ganzen Videos mal abgeschlossen sind, die nach und nach jetzt im Oktober natürlich dann kommen werden, vielleicht sogar noch im November rein. Wer weiß, wie lange sich das hier noch zieht. Aber dieses Jahr wird es noch fertig, muss es fertig werden. Und ganz am Ende dieser Comic-Archiv-Tour sozusagen, dieser Aufräumaktion, wird es dann natürlich nochmal eine Roomtour geben. Die letzte gab ja im Juli 23, da war das halt hier auch aufgeräumter. Weil auch das Kallax-Regal an sich ist halt nicht mehr aufgeräumt. Weil ich einfach so viel dazu gekauft habe, dann Videos gemacht habe, dann das Zeug nicht mehr weggeräumt habe. Da ist es furchtbar. So, jetzt machen wir mal einen kleinen Schnitt und dann zeige ich euch mal die Problematik. So, jetzt in einer anderen Perspektive. Also, wir haben ja hier mein Haupt-Kallax-Regal. Was ihr seht, da sind auch schon Sachen dazwischen, die ich mal vorübergehend abgelegt habe. Außerdem meine Hörspiele. Die muss ich auch mal gucken, wo ich die hinkriege. Und dann ist oben auch alles voll. Hier die alten Ehapa-Alben da hinten und so. Hardcover. Ja, die Masters-Sachen sind natürlich sehr schön. Das fand ich auch gut. Gibt es auch eine Review zu? Letztes Jahr im Dezember gekommen, wer das gucken will. Aber hier liegt halt viel rum. So. Darum kümmern wir uns aber später. Es geht jetzt in diesem Part um dieses Regal hier. Ihr seht ja auch schon, wie das durchgebogen ist. Das habe ich seit 2004. Das hatte ich schon zur Uni-Zeiten. Habe es dann halt hier irgendwann reingetan. Hier oben sind ganz viele und das ist auch alles nicht ordentlich und auch alles nicht mehr so. Ich weiß nicht, warum das durcheinander ist, weil ich hatte das mal alles sortiert. Hier sind vor allem die Condor-Sachen, dann ein bisschen Marvel Deutschland, ein bisschen auch noch von Condor X-Men und so weiter. Da muss ich auch mal gucken, diese Dinger werde ich auch mal komplett neu sortieren. Wo kommen die ganzen Figuren hin, die ich auch habe? Ja, wir sind jetzt hier auf jeden Fall im Taschenbuch
Regal und ganz unten ist noch so ein Stapel, wo ich auch mal gucken muss. Das sind alles so andere Sachen. Ja, auf jeden Fall geht es um dieses Regal. Das soll in diesem Part leer werden. Dazu habe ich da schon mal ein paar Kartons, wo das ganze Zeug jetzt mal zwischengelagert wird. Ich habe aber auch schon andere Kartons, wo auch schon Sachen zwischengelagert werden. Und auch in der Kiste da unten sind Sachen drin. Und das zeige ich euch auch nochmal. Hier ganz wunderbar. Einiges davon kommt auch in das Regal wieder. Einiges habe ich neu gekauft. Und weiß nicht im Moment, wohin damit, beziehungsweise weiß das schon. Wofür ich keine Ausrede habe, ist hier dieses Ehapa-Comic, was ich letztens gespendet bekommen habe. Das liegt noch hier, weil ich ja ein Video dazu gemacht habe. Das kommt aber ganz hinten in die Shortboxen. Da habe ich so eine extra Box für die ganzen Ehapa-Heftserien. Ja, und da ist auch noch Platz. Aber wie gesagt, das Regal, danach wird es dann irgendwann hier zu dem Schrank gehen. Da sind vor allem die lustigen Taschenbücher drin, aber auch viele Dino-Sachen noch und auch die Spawn-Traits und so. Ja. Aber hier, das ist jetzt in dem Video halt das Problem. So, Freunde, ich bin heute mit Aufräumarbeiten oder Ausräumarbeiten beschäftigt. Das wird ja hier alles neu. Beziehungsweise ich bekomme ja neues Regal im Archiv. Das wird ja alles hier, das kommt ja alles weg. Und dann kommt so ein Regal und hier ist ja halt viel Unordnung. Und das wird alles videomäßig begleitet. Werdet ihr dann Anfang Oktober auch wieder ein Video zu sehen und so weiter und so fort. Ich habe halt zu tun. Eigentlich jammer ich nur jetzt hier wieder öffentlich darüber, dass ich mal hier Ordnung schaffen muss. Ja. Achso, ich möchte natürlich nur noch mal darauf hinweisen, dass im Kalax jetzt nicht alles durcheinander ist. Manche Regale sind schon ganz gut. Das ist hier eigentlich auch ganz gut. Oder das. Da habe ich halt nur oben noch diese ganzen Hörspiele, wo ich halt nicht weiß, wo die hinkommen. Aber wie dem auch sei, wir drücken uns immer noch vor diesem Regal und da müssen wir halt nun mal ran. Das ist ja furchtbar. So, das ist jetzt hier oberstes Fach. Das sind relativ große Stapel. Aber das ist noch nicht alles. Das hier ganz allein ist nämlich Spider-Man, also zumindest bis hier. Da der erste Stapel und das ist alles Spider-Man-Taschenbücher. Hier noch Fantastische Vier. Wo hier auch schon was dabei ist. Da habe ich halt noch ein paar mehr. Aber das ist Spider-Man. Ja, aber ihr seht auch schon, das Regal ist halt auch nicht mehr so ganz fit, ne? Ja, das Ganze soll jetzt erstmal hier in den Karton so viel wie geht. Und dann gucken wir mal. Und weiter geht's. Ja, kleiner Zwischenstand. Allein die Spider-Man-Taschenbücher, die ich habe, hier passt natürlich noch was drauf, füllen ja schon fast einen Karton. Das werde ich jetzt aber noch auffüllen, da passt noch ein bisschen was rein, allerdings halt mit kleinen Serien, wie zum Beispiel Star Team, da gibt es 9 Taschenbücher von, die ich alle habe, dann die unschlagbaren 5, 3 Taschenbücher, dann ist die Serie auch komplett. Also ich versuche natürlich die Serien jetzt erstmal zusammenzuhalten, das ist ja klar, dass ich das nicht wieder alles neu sortieren muss. Ne? Aber es ist halt noch schon viel Zeug. Und wir sind halt noch im ersten Fach. So, im nächsten Karton die Taschenbücher der Fantastischen Vier. Der andere Karton war da mit Star Team und die unschlagbaren 5 und Spider-Man recht voll. Das ist auch mehr, als ich dachte. Ich habe da vor allem den John Byrne Run. Das, was nicht in diesen Hardcovern kam von Panini. Ich hatte mir das mal alles nachgekauft. Und Panini hat bis zu einem bestimmten Punkt auch veröffentlicht. Das hatte ich mir in Hardcovern geholt, dann in den Taschenbüchern dort weitergemacht, wo es weiterging, damit ich den ganz habe. Und dann habe ich noch ein paar Taschenbücher davor und ein paar Taschenbücher danach, bis hier in die 90er rein. Ich glaube, das ist sogar das letzte, die 47.
Ja, aber jetzt sage ich euch, was da hier alles noch reinkommt. So, weiter geht's dann hier mit den X-Men. 21 Taschenbücher habe ich alle. Diese ganzen Taschenbücher werde ich natürlich auch nochmal im Zuge meiner Comics-Sammlung präsentieren. Was da so drin ist, warum ich das und jenes habe. Weil ich halt die ganzen Serien nicht alle komplett habe. Manchmal habe ich mir auch nur bestimmte Runs geholt. Bei der Gruppe X, den X-Men, alle Taschenbücher. Das wollte ich komplett haben. Ja, dann gucken wir mal, was wir als nächstes reinpacken, wovon ich vielleicht nicht so viel habe. Wie gesagt, mit Comic-Sammlungssachen werde ich übrigens weitermachen, wenn das hier alles, das zweite Regal steht, alles eingeräumt ist. Das muss ja auch dann noch eingeräumt werden. Und ich auch weiß, wie die neue Sortierung ist. Darüber werde ich euch dann natürlich auch in weiteren Videos informieren. Und dann mache ich auch mit meiner Comic-Sammlung weiter. So, der zweite Karton ist dann auch voll. Also wir haben hier halt die Fantastischen Vier, die Gruppe X, Captain America, ja, und Captain America halt. Da habe ich auch einige von. Es gab halt, das müsste auch das letzte sein, 26 Stück. Oh, ich weiß gar nicht, wie viel ich davon habe. Schätze mal so ungefähr die Hälfte oder etwas über die Hälfte. Ja, das wird man aber im Einzelnen dann innerhalb meiner Comic-Sammlung sehen. Vielleicht habe ich dann ja auch noch was nachgekauft. Weil Captain America wäre jetzt auch so eine Serie, die ich eigentlich komplettieren möchte. Weil die Zeit bei Condor, da war bei Captain America echt, das war echt eine coole Zeit. So, wir sind beim nächsten Karton. Wir haben jetzt hier meine Hulk-Taschenbücher. Das sind tatsächlich nur 14 Stück. Und wir sehen ja hier, ist, das müsste die letzte Ausgabe sein, ja, hier mit Maestro und so. 42 Ausgaben, da bin ich auch am Überlegen, ob ich die mal voll mache. Jetzt habe ich hier, wie gesagt, 14 Stück. Ich habe aber mehr eigentlich, weil ich im Zuge der Marvel Maxi Pockets noch einige, da sind ja immer zwei Hulk-Taschenbücher drin, da habe ich auch noch einige, das heißt, ich habe da durchaus mehr Material, habe dementsprechend auch da nachgekauft, so dass sich das nicht doppelt, das heißt, ja, manches habe ich halt in dieser anderen Form. Die Marvel Maxi Pockets werde ich aber wahrscheinlich gleich erstmal extra sortieren, später muss ich mal gucken, ob ich die dann immer zu dem Charakter hinzusortiere, wenn ich mal das Regal habe. Oder nicht. Das könnt ihr mir an der Stelle mal reinschreiben, ob ihr die Marvel Maxi Pockets dann, die habe ich ja auch von Spider-Man, den Rächern und so, immer zu dem Charakter dann zusortiere oder die extra halt sortiere. Da habe ich halt auch einige von. Aber machen wir mal weiter. Ja, der nächste Stapel hier, das sind halt die Rächer oder für die jüngeren Leute die Avengers. Das ist jetzt Ausgabe 45. Ich meine, die hätten auch 46 Ausgaben so in dem Dreh gehabt als Taschenbücher. Ich habe hier 19 Stück, also nicht ganz die Hälfte. Allerdings habe ich auch dort nur ein, zwei Marvel Maxi Pockets, sodass dann nochmal vier Taschenbücher hinzukämen. Ja, aber ansonsten wäre das auch eine Serie, die ich sogar eventuell mal vollständig machen würde gerne. Ja, ist halt die Frage. Wir sehen ja erst, oder ich und ihr natürlich per Video auch, seht ja erst, wenn ich das andere Regal stehen habe, dass alles umgeräumt ist, wie viel Platz ist dann noch? Und es werden ja auch einige Sachen aussortiert. Ich habe hier auch Stapel mit doppeltem Kram liegen teilweise. Was sich mal so ergeben hat durch Konvolutkäufe und so, da wird ja auch noch einiges verkauft. Das muss ich halt erstmal abwarten, bevor ich große Neuanschaffungen mache. Aber wir haben noch Platz und werden uns jetzt der nächsten Serie widmen. So, das nächste sind halt diese Marvel Maxi Pockets. Da habe ich 19 Stück von verschiedenen Charakteren. Wir haben Captain America, wir haben viel Spider-Man. Das heißt, ich habe halt noch mehr Taschenbücher von den einzelnen Serien, als man denkt. Das ist ja die Zweitverwertung. Und neben diesen 19, wo ich hier den Rest sogar so sammeln muss, habe ich hier noch diese zwei goldenen, die ich auch im Livestream gezeigt habe, die ich mal geschenkt bekommen habe, wo wir, ja, was eigentlich dasselbe ist, nur als, das ist das Vorgängerformat, da hieß das halt Condor Superhelden, sind auch Zweitverwertungen von Taschenbüchern, ne?
Und dann zeige ich euch noch mal was, was mir manchmal passiert, dass ich irgendwas schnell wegräume und das dann später sortieren will. Und dann passiert sowas. Wir haben hier noch mal die Fantastischen Vier. Das habe ich mir nämlich auch mal nachgekauft. Das muss jetzt natürlich in den anderen Karton. Das, sowas ärgert mich dann halt, ne? Aber so, das wären jetzt die drei Kartons. Und drei Kartons, das ist schon viel. Haben wir schon mal Fach 1. Das ist doch schon mal was. So, ich habe jetzt hier nur noch zwei Kartons, um das mittlere Fach zu machen. Das mittlere Fach ist meine Manga-Sammlung mit natürlich noch ein paar Comic-Sachen, die da auch, muss ich mal gucken. Und dann haben wir noch unten und das wird ja noch eine Katastrophe. Das werde ich hier niemals reinpassen. Ich mache die jetzt noch voll und den Rest muss ich halt so offen erstmal lagern. Das wird hier richtige Baustelle. So, hier seht ihr mal so grob meine Manga-Sammlung. Die ist jetzt auch nicht riesig. Alle 42 Dragon Ball-Bände, das ist, die habe ich mal von einem Abonnenten geschenkt bekommen. Richtig geil. Ich habe sowieso die meisten geschenkt bekommen, einige auch gekauft. Hier Naruto, Attack on Titan, die habe ich auch geschenkt bekommen von dem André. Ja, schon einiges, ne? Ich werde jetzt wahrscheinlich nicht mehr jede einzelne, wie ich das jetzt wegpacke, sonst bin ich in 3 Jahren nicht fertig, sondern werde euch dann nochmal die Endergebnisse zeigen, weil einiges an Material haben wir ja schon aufgenommen und wir müssen ja auch noch hier an das furchtbare letzte Fach. Ja, aber ne, damit ihr das mal so seht, wenn ihr Bock habt, könnt ihr mal drunter schreiben, dann mache ich mal im Dezember innerhalb meiner Comic-Sammlung eine Special-Folge, wo es nur um die Mangas geht. Das könnte ich mal machen. Ich habe aber auch noch nicht alle davon gelesen, muss ich halt sagen. So, aus dem untersten Fach, was haben wir denn da alles noch so? Nur mal einen groben Überblick. Ein paar Gratis-Comics aus verschiedenen Jahren. Hier viel von 2020, aber auch 2011 und so. Aber da habe ich auch einige doppelt. Da muss ich nämlich nochmal gucken. Weil da sind jede Menge in dem Zunschrank, den wir heute nicht bearbeiten. Dann noch so ein paar Comics vom teilweise, ist auch schon Panini-Comics. Aber auch von Dino ist da was dabei. Herkules zum Beispiel. Da muss ich auch nochmal gucken. Dann, ganz interessanter Stapel, Condor die Spinne. Da muss ich nämlich mal gucken, welche ich davon, ich weiß nicht, warum die da drin liegen. Weil die habe ich ja eigentlich oben in den Schubern gehabt, sozusagen. Und ich weiß, dass ich da auch einige doppelt habe. Da muss ich mal gucken, weil was doppelt ist, wird verkauft. Oder auch mal getauscht oder was weiß ich. Das hier müssten alles Doppelte sein. Also bei oben bin ich sicher, beim Star-Team, die habe ich ja alle. Hier Fantastische Vier, das 47. habe ich auf jeden Fall doppelt. Das ist das Doppelte. Bei den Spider-Man-Sachen, teilweise in der zweiten Auflage, teilweise in der ersten Auflage, muss ich mal genau gucken. Weil hier zum Beispiel Taschenbuch 19 habe ich nämlich, glaube ich, nicht doppelt. Ja, das muss ich dann eventuell nochmal dazu sortieren. Das ist zum Beispiel auch doppelt, sowohl der Hedke Metropolis-Band, den habe ich mal auf der Comic-Messe, hat man den als Eingangsgeschenk bekommen. Ich hatte den aber schon, der ist auch in Top-Zustand. Dann der Turtles Usagi Yojimbo, das Crossover vom Dantes Verlag habe ich auf jeden Fall doppelt. Hier sind so ein paar andere Sachen. Hier haben wir einen ganz interessanten Stapel für zum Beispiel die Pia. Das sind so Groschenromane Madrax. Habe ich mir damals mal geholt. Die sind alle noch aus den letzten 5, 6, 10 Jahren. Perry Rhodan und John Sinclair zum Beispiel. Davon auch einige. Ja, hier wieder Madrax. Das muss ich auch mal alles sortieren. Hier John Sinclair, Perry Rhodan, sowas halt. Da, das habe ich auch doppelt von Marvel Deutschland. Das ist die Serie, die nach Die Spinne Condor kam, wo Marvel Deutschland das übernommen hatte. Und Heft 9 habe ich auf jeden Fall.
habe ich mir nämlich damals gekauft, die ersten. Und dann Horrorschocker, meine Horrorschocker-Sachen. Also zumindest die meisten, aber da habe ich auch woanders noch was. Das ist halt alles durcheinander. Dann noch ein Fantastische Vier-Alben, die sind nicht doppelt. Dann hole ich euch mal hervor. Haben wir hier noch einen ganz interessanten Stapel. Auch US-Comics, die ich auch teilweise, das habe ich auch mal gespendet bekommen, das ist richtig schön. US-Comics kommen bei mir in die Shortboxen, da habe ich auch eine Shortbox voll mit US-Comics, also mit den Heften. Ich habe ja auch US-Paperbacks, aber diese Hefte kommen da auf jeden Fall noch rein. Was die im Regal zu suchen haben, weiß ich auch nicht. Ja, ansonsten da hinten viel ausgeräumt, die Manga, das hat alles nichts gebracht. Und da hinten sind nämlich diese Spider-Man-Condor-Sachen zum Teil, also die Hefte. Deswegen weiß ich nicht, muss ich den Stapel da mal mit abgleichen. So, Freunde, und das Regal ist dann damit auch leer. Könnt ihr ja auch mal in die Kamera gucken. Das ist ja auf jeden Fall leer. Ich räume jetzt diese Sachen hier noch in so einen Bottich. Und dann bin ich fertig für heute. Dann bin ich für heute fertig. Dann kommt später mal irgendwann das. Dann kommt mal irgendwann das neue Regal. Dann geht es wieder von vorne los. Dann muss das alles umsortiert werden. Hier, da kommen auch einiges raus. Dann rüber und so weiter und so fort. Freunde, das ist einfach viel Arbeit. Wie gesagt, ich muss auch an einer Stelle mal gucken, welche Sachen ich doppelt habe. Da werde ich dann auf jeden Fall Sachen verkaufen. Und ich werde Sachen, eventuell mache ich dann auch Verkaufsvideos und werde das dann bei eBay wahrscheinlich reinstellen oder teilweise auch vielleicht dem einen oder anderen spenden oder da tauschen mit dem einen oder anderen. Aber dazu muss ich mir erstmal hier einen Überblick verschaffen, was dann rein kann, weil das hintere Regal hier mit dem, das kommt, also der Schrank, das ist ja ein Regal, das ist ein Schrank. Der wird ja auch noch leer gemacht. Ne? Ja. Ja, auf jeden Fall kommen weitere Videos. Und ja, ballert mal rein, was ihr dazu sagt. Ist natürlich ja, furchtbar hier zurzeit. Und ja, dann wünsche ich euch allen noch einen schönen Tag oder schönen Abend, wann immer ihr das Video sehen werdet. Dieses Video soll... Ja, ich werde das wahrscheinlich am 1. Oktober bringen. Aufgenommen wurde das jetzt am Sonntag. Das müsste der 29. September sein, wo ich das gemacht habe. Genau, am 28. habe ich gestreamt. Wollte damit anfangen, aber ihr seht ja, ist halt auch echt viel Arbeit. Am 29. habe ich das aufgenommen, soll möglichst am 1. Oktober kommen. Wenn ich es wieder nicht schaffe, dann kommt es halt am 2. Oktober oder nie. Doch, es wird wohl kommen. Ja, gerne liken, wem das gefallen hat und gerne den Kanal abonnieren, wer das noch nicht gemacht hat. Hier alles rum. Hier geht es vor allem darum, dass ich faul bin und mich vor dieser Arbeit drücke. Nein, hier geht es aber natürlich auch so insgesamt um Comics, Hörspiele und alles Mögliche. Real Talks und Jammerei und so. Ja, gerne beim nächsten Mal auch wieder einschalten, gerne liken, gerne kommentieren und dann sage ich mal bis zum nächsten Mal. Ciao.